Da geht's los mit dem neuen Projekt. Oder also zwischendurch ein bisschen Feuer löschen. Ich mache ein neues Spiel. Nein, ich werde es nicht im Tutorial spielen, sondern ich arbeite mich da gerne selber rein. Tutorial ist was für Anfänger. Und zwar spielen wir heute den Berufsfeuerwehrsimulator. Mal gucken, wie das Ding ist. So, ja, guten Morgen zusammen, da ich selber viel zu viel zu tun habe, nur noch schnell das Wichtigste in Kürze. Tipp teile ich heute an, das Einsatzmessfahrzeug Florian 1 zu. Solange nichts anderes ansteht, kannst du deine Doktrinaufgaben nachgehen und den Bogen machen. Solange du sorgst immer für die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs. Aha. Aber das Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut Schuss aus. Ich hoffe, dass das auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's dann auch schon. Alle mal auf die Arbeit und passt auf euch auf. Achso, das sind noch mehr Leute. Okay. Ich dachte, ich bin jetzt wieder der Einzige. So. Okay. Schauen wir mal. Aber so also schnell einen Eindruck bekommen. Wir haben Fahrzeug Nummer 1. Wir gucken uns die Fahrzeuge mal an. Dann müssen wir jetzt irgendwie ganz runter. So. Okay. Gucken wir mal. Hier stehen die Fahrzeuge 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Also wir fahren dieses kleine Fahrzeug, was da außen steht. Okay. Gut. Ja. Gut. Wir machen mal die Tür auf. Dann machen wir mal eine Runde uns ein bisschen mit dem Auto bemerkbar. Okay. Ich spiele jetzt die PS4-Version, wie es andere Version sieht. So, gucken wir mal. Okay, Licht an natürlich. Guck mal, was ist? Ein Kaninchen. Okay, wir können jetzt ein bisschen durch die Gegend gucken. Mann, ist hier viel los. So, auf den Sprit sollten wir ein bisschen achten. So. Okay, gut. Oh, man sieht ja so viel. Kein Motorengeräusch, man hört gar nichts. Ah, hier kann ich meine Kamera ein bisschen ändern. Ah, wir fahren die Cockpit-Ansicht. So, mal gucken, ob irgendwie in den Einsatz nochmal mal reinkommt. Es ist krass, dass einfach gar kein Motorengeräusch von ihm zu hören ist. Das ist das Erste, was mir so ein bisschen auffällt. Oder vorne raus, das könnte gut arbeiten. Ist gut zu wissen, dass hier vorne solch eine Tankstelle ist. Alter, das sind ja Wucherpreise. Diesel 1,50, Benzin 1,56, Super 1,70. Krass. Das ist gerade langweilig. Es ist nichts los. Okay. Ah, Diesel also. Das heißt, Lautstärke Musik, ich muss Musik runterdrehen, Gesamtlautstärke. Okay. Wir drehen die Musik ein wenig runter. Also so ganz leise hört man Motorengeräusch. Das ist sehr mau. Okay. Naja, schauen wir mal, wie der Spaßfaktor dann wird von dem Spiel. Im Moment feiere ich da tatsächlich eher den Bus-Simulator. Aber... Ja. So, dann fahren wir jetzt wieder rechts. Quasi jetzt zurück zur Wache, wenn das irgendwie möglich ist.
Einsatzbefehl. Für das Lagerhaus der Firma Winkler in Lissabon wurde ein Alarm gemeldet. Wir haben eine Rauchentwicklung gesehen, sie begibt sich natürlich dorthin, so sollte wirklich ein vorausgebrochen sein. Okay. Die Frage ist, wie ist lang hier? Okay, er fährt da lang, okay. Ist der gerade einfach durchgefahren oder mich? Durch mich? Okay. Gut zu wissen, dann kann ich wahrscheinlich einfach alles wegrammen, dass er so auf die Gegend kommt. Oder ich habe ihn einfach verfehlt. Das könnte auch sein. Das war nicht auch nicht die Absicht. So, das ist das Fire Department. Nein, ich muss zurück. Das ist ja die Firma. So. Ich hab gar nicht mal den Pfeil da oben geachtet. Ach, hier links also. Ich sehe aber noch gar keinen Rauch oder sonst irgendwas dergleichen. Mal gucken. Ist auch noch nicht auf der Karte dergleichen angezeigt. So, jetzt habe ich hier links. Oh, ein Schild. So. Wir sind ein schlechter Feuerwehrmann. Wir haben nur 2 Minuten Zeit, das Ding zu löschen. Oder beziehungsweise erstmal zu lokalisieren, glaube ich. So, jetzt hier rechts. Alter, was ist wie hier? Oh, fahr da weg. Rechts, links, rechts, links. Alter, ich sehe voll die Kleinstadt, die ist nicht einfach nichts los. Alter, muss ich hier hin? Rechts, links, rechts, links. Alter, wäre es nicht einfacher gegangen? So, hier muss irgendwas sein und es hört auch schon so. Okay, raus. Ja, es brennt ein Müllsack. Okay, gut zu wissen. Das haben wir dann schon mal. Gut. Tür auf. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir einen Feuerwischer. Ja, perfekt, das kriegen wir hin. Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Okay, gut zu wissen. So, Löschmittel haben wir mal drin. Das heißt, wir bringen ihn wieder zurück. Zack. Hab ich das wieder reingemacht? Ja. Dann Tür zu. Na gut, ich werde guter Feuerwehrmann. So. Gut, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Sprit. Jetzt gehe ich dann wieder tanken wahrscheinlich gleich. Okay, wir haben noch keine Meldung bekommen bezüglich eines weiteren Brandes. So. Also mich irritiert tatsächlich dass dieses fehlende Motorgeräusch. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Also nicht, dass ich irgendwelche Details liebe, aber irgendwie ist so das ein bisschen für mich einfach nur hingeklatscht, hingerotzt, sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Das ist zumindest der erste Eindruck. Wie gesagt, gefällt mir der Bus-Simulator deutlich besser. Aber, was nicht ist, kann er noch lernen. So, fahren wir zurück zum Bus, zur Bushaltestelle. Ja. Zur Feuerwache, oder zumindest in die Richtung, weil ich brauche die Tankstelle. Wir haben noch etwas weniger als etwas mehr als ein Viertel halbe Sprit. Gut. Punkt 100, okay. So, dann sind wir hier bei der Feuerwache. Ich gehe aber trotzdem erstmal tanken. Weil wir sollen ja mal dafür sorgen, dass das Fahrzeug einsatzbereit ist. Weil wäre ja blöd, wenn wir da unterwegs zum Brand sind und auf einmal keinen Sprit mehr haben. So, die Frage ist, wo war die Schwesterstelle jetzt? Warte mal. Haben wir keine Karte, die wir aufmachen können? Nö, haben wir nicht. Warum auch?
Warum auch? Wo muss ich erst anstellen gewesen jetzt? Warte mal. Was fahren wir hier lang? Oh, dringend Tank, ein bisschen Sprit. Halben Liter, nur, halben Tank haben wir noch ungefähr. Na, ja, was mehr. Einer Viertel. Davon ist Tankstelle. Sehr gut. Und zurück zur Wache weiß ich dann auch. Da fahren wir mich gleich wieder zurück. Wenn ich jetzt in Einsatz kommt, hoffentlich. So. Und jetzt einfach anhalten, irgendwie was oder was? Ja, scheinbar schon. Gut. Warte mal, Motor abstellen. So, kann man es irgendwie machen? Okay, scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir jetzt tanken. Ja, doch. Hup, Taule voll. Bezahlen brauchen wir nicht. Wir arbeiten bei der Feuerwehr. Es wäre doch schön gewesen, wenn man dann wenigstens aussuchen könnte, welchen Sprit man nimmt oder so. Es war theoretisch auch einen falschen Sprit tanken kann. Zum Beispiel, aber naja. Jetzt wird so schön, das Teil ist viel zu gut. Dann fahren wir jetzt hier wieder zurück zur Wache jetzt definitiv. Also weiß ich nicht. Irgendwie fehlt mir da gerade tatsächlich so ein bisschen, ne, Details. Oh, okay. Manchmal kein Auto und kannst trotzdem fahren. Einsatzbefehl. An der Tankstelle auf der Mittellandstraße. Sag mir nicht bitte, dass es die Tankstelle ist, wo ich herkomme. Warte mal. Doch. Schau mal, es ist die Tankstelle, wo wir gerade herkommen. Das war eine. Okay, wenn das die Tankstelle ist, dann müssen wir auf jeden Fall hin. Und da kommen auch eine Feuerwehr wahrscheinlich an. Ja, ist es die? Nee, es ist die nicht. Okay, oder? Scheinbar doch. Geil. Wir haben gerade da frisch getankt und jetzt brennt sie. So. Aber die Frage ist, mit was löschen wir? Immer. Gut, wir nehmen den Löschwagen. Warte mal. Wie war das jetzt mit dem Tank? Wie ist das denn? Okay. Kann das Ding nicht löschen? Okay, gut zu wissen, dass das Ding einfach nicht löschen kann. Was ist das für eine Rotze? Dann setzen wir den wieder rein. So, was nehmen wir denn hier? Haben wir noch irgendwas? Wir probieren es trotzdem. Vielleicht gab es ja trotzdem einen Feuerlöscher. Warte mal, die Frage ist, was brennt? Ah, hier unten. Okay, das klappt auch mit Feuerlöscher. So. Okay, dann zurück. So. So. Klappe zu, Affe tot, weiter geht die Reise. Okay. Arbeit zurück, wenn man zur Wache kommt. Naja, am Anfang geht's noch. Schon den zweiten Brand. Zwei Müllsäcke gebrannt. Einmal eine Firma, einmal meine Tankstelle. Gerade wo die Tankstelle das Wichtigste war. Aber irgendwie, wie gesagt, fehlt mir mit der Dings. Und den haben wir hier eben gerade eben schon gesehen. Aua. Auch so beschädigt jetzt unnötig. Okay. Sieht nicht so aus. Okay. Vor allem ist es lustig, wenn man da schlichtweg durch die Spiegel nichts sieht. Jetzt
kann ich da schön in der Wache rückwärts einparken, ist auch lustig. Vor allem hier war nichts. Naja, gucken wir mal. So, die Frage ist, wo müssen wir rein? Genau, 6 war das. Das heißt, so, genau, das Gute ist, wir können ja den Weg noch hier. So, so geht natürlich nicht automatisch auf. Oder ist der Kollege so nett? Natürlich ist der Kollege nicht so nett. So, dann setzen wir mal das Tor auf. Und setzen ihn dann rückwärts auch rein. So. Damit wir auch ganz schnell wieder vorwärts rauskommen. So. Gut. Ah. Genau. So. Dann machen wir das Licht aus. Und gehen raus. Ah. Scheinbar läuft der Motor durch. Okay. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Aha, keiner spricht mit uns. Wie Modelle. Aber wie gesagt, irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Reiz tatsächlich hier so weiter zu zocken. Komm, wir machen es trotzdem. Da ist noch ein Feuerlöscher, welche Schläuche. Schau mal, was haben wir hier? Mit so einer komischen Maschine. Hä, was ist das hier? Achso. Das interessiert den gar nicht. Das hat den gar nicht interessiert. Das lustige Scheinbar scheint das Wasser einfach rauszuspritzen durch die Scheiben, durch die geschlossenen Scheiben hindurch. Eieiei. Ja, tut mir leid, das wird mir gerade so auf. Und scheinbar brauchen wir auch gar keinen Schlauch, oder? Oder ist das Ding mit dem Müll? Oder? Ja, geil. Wir haben eine WLAN-Dusche, also so ein WLAN-Ding. Kabellos. Naja, okay. Also für Florian 1. Warum eigentlich nur mal ich? Hier sind 1000 andere Polizeileute, Feuerwehrleute. Schon wieder eine Busse für den Alarm gemeldet, von der leichte Rauch. Ja, okay, so, sollen wir mal gucken. Wir können wahrscheinlich irgendwo voll. Ich glaube, wir können eh nur mit dem großen Feuerwehrlöscher was machen. So. Ach, fahr einfach. So, Abflug, zurück. Was war ein schätziger Tag? Direkt der erste Tag und drei Einsätze. So. Haben wir das jetzt da hinten schon? Die Dings? Die Rauchentwicklung? Okay. Weil die kann hier fahren wie sonst was, ne? Das interessiert die einfach gar keinen. Die Frage ist, was brennt jetzt? Oder ist das wirklich da hinten? Nur 3 Minuten Zeit, das Ding zu löschen, okay. Jetzt kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm, ein Auto entgegen. Eieiei. Was haben wir da oben? Achso, ist ein Leuchtturm. Okay. So, wenn das jetzt wieder so in so einer komischen, verwinkelten letzten Ecke der Stadt ist. Ah, da oben ist es. Zu wissen, da fahren wir nämlich die nächste rein. Das ist nämlich praktischer. Nämlich hier. Das ist schon mal. Was ist das jetzt? Bleib weg! Der fährt einfach durch mich durch. Okay, gut zu wissen. So. Dings auf. Wir brauchen den Feuerwehrlöscher. Herr Feuerlöscher. Wir löschen hier den Scheißstromkasten. Und fertig.
No. Tür auf. Lass den Feuerlöscher rein. So, zu. So, wenn jetzt kein weiterer Einsatz kommt, dann fahren wir nämlich hier zurück. Hammer. Autos fahren durch uns durch und Schilder juckt uns nicht. Autos fahren durch uns durch und Schilder, die blockieren uns. Okay. Gut zu wissen. So, dann fahren wir jetzt zurück. Dann fahren wir jetzt zurück zur Wache. Wie werden wir noch? Sprit können wir noch nachtanken. Wenn er sich gleich schon wieder die Tankstelle abfackelt. Also für Florian Landschaft zwischen diesem Winkel und Peters Tunnel. Okay, schon wieder was. Dann fahren wir mal zurück. Ich wollte eigentlich nur tanken schnell. Und ich bin so ein Winkler, da waren wir eben schon. Also das ist der vierte Einsatz, der jetzt mittlerweile reinkommt. Also die wollen richtig was von uns. Vor allem die anderen interessiert das gar nicht. Die laufen natürlich rum und bei uns wird jetzt die ganze Zeit, ne? Das heißt, wir müssen mal den Einsatz abgeben gleich. Einfach so einfach kann. So, der nächste ist rechts. Ist schon, glaube ich, so ein kleines Ding oder so. Genau, da vorne ist es die, ist der. Das heißt, die vorne links jetzt gleich. Moment. Ne, nichts links. Frage ist, was. Also, die Spedition war das? Das war schon hier die. Gut, dann kann man da vorne direkt tanken. So, was brennt denn hier? Diesmal. Oh, der war ein kleiner Scheiß hier. So. Wollte ich auch kein weiterer vor Ort. So. Was haben wir hier? Eine Hecke oder was ist das? Fertig. So. Okay, wir können fortsetzen. Das heißt, wir fahren jetzt wirklich mal zurück zur Waffe. So, bam. So, jetzt fahre ich noch schnell tanken. Jetzt interessiert mich gerade keinen Einsatz mehr. Ich wette, wir kriegen jetzt bestimmt auf dem Rückweg wieder noch einen Einsatz rein. Ich hab da schon wieder die nächste Mülltonne irgendwo fackelt. Fahr ich hier nichts los? So, einmal voll machen. So, alles getankt. So. So. Okay. Die Frage ist, wo müssen wir dann fahren? Das wäre wirklich praktischer gewesen, weiterzufahren. So, weiterzufahren und dann irgendwann. So. Genau, dann nochmal links. Das war die nächste. Müssen wir eigentlich wieder an der Wache sein. Hat ein harter Tag heute. Naja, mal gucken. Aber wir haben 4 Brände gelöscht. Das muss man auch schon mal, muss man am ersten Tag auch erstmal schaffen. So, dann ist da hinten irgendwo die Feuerwache. Ich werde jetzt immer kurz vor der Feuerwache und kriege den nächsten Einsatz rein. Pass mal auf. So. Ja, hast du nicht was mitgenommen. Hätte ich was auch abends erst mitgebracht. Ich hab's gewusst. Das ist illegal deponiert. Ach, das ist so ein Proberoboter. Ah, okay. Aber ich will eigentlich nur zurück zur Wache. Ich will diesen scheiß Einsatz mal abgeben. Vor allem juckt das die anderen nicht. Das bin immer nur ich. Tut mir leid, ich brich. Ah, okay, jetzt kommen die anderen rein. Und der fährt einfach drüber, okay. Ich habe jetzt gerade keinen. So, ich fahre jetzt erstmal zurück. Ich will diesen Scheiß ein. Will jetzt erstmal Feierabend machen hier.
So. Ja, yeah. So, wo muss ich jetzt hin? Außer den Einsatz abgeben? Ich glaube, interessiert die das gerade gar nicht. Hallo, wo ist denn der Einsatzleiter? Hallo, bist du das? Nein, bist du nicht. Warte mal, der ist hier oben irgendwo, ne? Warte mal, die waren auch hier um die Brust irgendwo. Das ist die Einsatzleitzentrale. Ich würde gerne hier, hallo, kann ich mal anzeigen? Nein, kann ich nicht. Was zur Hölle ist das? Sind die Umkleideräume? Ist auch nichts. Aha, die Herren sind hier am Kaffee trinken, oder was? Ne, sind sie hier am... Okay. Hm. Und wer bist du? Hallo? Hm. Okay. So, was ist hier? Hier ist nichts. So, mit dir? Ach, du bist... Alter, was ist das? Wieso? Ich dachte, ich könnte die Einsatz jetzt irgendwie abgeben. Naja, dann fahren wir da hin. 2 Minuten, dann sollen wir trotzdem kriegen. Wobei, ich glaube, der Dance ist auch schön verkackt gerade. Ich habe übelst viel Zeit verloren. Oder ist das einfach so, dass wir den Einsatz gar nicht abgeben müssen? Sondern einfach schlichtweg. Wo habe ich mein Auto angestellt? Okay, die chillen hier. Das heißt, hier stehen wir. So. Wo müssen wir da hin? Überhaupt da oben hin irgendwo. Wahrscheinlich die übelste Zeit verloren hoch. Gut, dann machen wir eine kleine Abkürzung. Ah, guck mal hin. Oh, haben wir eine Minute nur. Geh mal weg! Gut, du kannst ja, da sind schon ein paar Kollegen vor Ort. Alter, wie sind wir denn da? Hier durch die Gegend gegangen. Ich fahr komplett lieber außen rum, weil... Das ist mich am einfachsten. Das Ding machen wir noch. Noch 20 Sekunden. Ich werde ja verlieren den eigenen. Das ist schön. Okay, welches? So, wo müssen wir hin? Diese Schicht zu beenden, ja, Gott sei Dank. So. Spieltage 1, 4 Einsätze. Okay, haben wir alles gemacht. Feuerwehrmann Anwärter. Speichern wir mal. Neuer Spielstand. Also, der Bringer ist das jetzt irgendwie nicht das Spiel bisher. Aber es kann sich ja noch alles ändern. Wahrscheinlich haben wir jetzt so die Eigenbrände jetzt gelöscht. Naja. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, ja, das hast du schon mal gesagt. Schon wieder? Florian 1. Ich dachte, ich darf jetzt... Aha, ich soll das Fahrzeug also löschen. So, das war schon alle Mann an die Arbeit. Ich darf schon wieder Fahrzeug einzunehmen. Na gut, trotzdem mal Feierabend.